Wissen Sie, was auch schön ist? Dass wir einen ähnlichen Humor haben. Naja, du kannst dir ja auch Sachen, und ne, nichts ist schlimmer, als wenn ich lache und sie sagen, also meins Wort, ne. So, der Gipfelpunkt der geistigen Hirnwanderung, und dann hören wir auf. Dann sind Sie nämlich dran. Und, ja, passen Sie mal auf. Nein, das war auch ganz schön, und zwar, ich fahre ja rum, ne? Und da bin ich immer in Hamburg und mal in Magdeburg und wie auch immer. Und überall gibt es diese Läden, ich weiß nicht, ob es hier in Annaberg-Buchholz auch einen gibt, so Sportjack. Ja? Früher war das der Konsum. Oder Herr Ö. Ne? Ist auch so ein Ding, wenn ich in der BRD manchmal auf Gastspiel bin. Ja? Ja. Dauert eine Weile, aber ist ja auch schon 9:30, ja, genau. Da, was wollte ich denn jetzt sagen, Mensch? Mensch, was wollte ich, na ja, ach, H.O., genau. Und da sagen die, was heißt denn H.O.? Und da sage ich immer, das waren Honecker seine Privatläden. Ach so, ja, nein. Das glauben die. Glauben die. Abkürzung H.O. Nein, aber zurück zu Sportjack, ja. Da habe ich gelesen, ich weiß aber nicht mehr genau, in welcher Stadt, ich glaube, es war Leipzig, ist aber egal. Steht ja überall dran, solches düssliches Gequatsche. Achtung, Outdoor-Jacken für draußen. Herr, lass es Hirn regnen. Was soll denn davon der Marokkaner halten? Der muss doch zum Terroristen werden, oder? Es ist so, nicht so düssliches Gequatsche. Es ist einfach, wir haben die schönste Sprache der Welt und behandeln sie wie Dreck. Und deswegen ist das auch nochmal wichtig, ne? Man ist ja heute schon im Verdacht, wenn du sagst Deutsch, Deutsch, der hat Deutsch gesagt. Hä? Wir haben unser höchstes Kulturgut und das ist die deutsche Sprache. Ganz einfach, deswegen ist Deutsch so wichtig. Ja. Und wer kein Deutsch lernen mag, ne, der muss hier ohne bleiben. Fertig. Da ist man ohne. Ja. Was soll das? Wir können doch nicht vor lauter Schuldkomplexen sagen, na gut, da schaffen wir uns lieber gleich selber ab. So läuft das nämlich hier. Und das ist nicht in Ordnung. Und wenn jemand gefühlsmäßig sagt, nee, ich habe eine tiefe Empfindung für dieses schöne Deutsch, dann ist das völlig richtig. Sie werden gleich merken, warum. Und ich wünschte mir, dass jeder eine Heimat findet, vielleicht auch in der Sprache. Vielleicht, deswegen habe ich gesagt, jetzt sind Sie dran. Passen Sie mal auf. Ja, irgendwann kommen auch welche und sagen, der hat schwarz-weiß-rot an. Habe ich auch schon gehört. Ja? Ja? Die hat ja auch Syrien in der Farbe, ne? In der Fahne. So. Und jetzt gucken wir mal, vielleicht ist das eine oder andere Lied noch hängen geblieben bei Ihnen, das wäre doch herrlich. Also, unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer. Unsere Heimat ist auch all die Bäume im Wald. Unsere Heimat ist das Gras auf der Wiese, das Korn auf dem Feld und die Vögel in der Luft und die Tiere der Erde und die Fische im Fluss sind die Heimat. Und wir lieben die Heimat, die schöne, und wir schützen sie, weil sie dem weil sie Merkel, hörst du das? Ja, ja, wunderbar. Ja. Also, großartig. Und merken Sie, es ist sofort Emotion. Ja, ja. Gefühl durch Sprache, ganz einfach. Und weil wir gerade dabei sind, der ein oder andere wird es noch kennen, wer gedient hat, auf jeden Fall. Den Leutnant aus dem zweiten Zug, den kennen wir genau.
Ja, woher eigentlich? Vor Jahren stand als Maurer er bei uns noch auf dem Bau. Schnellere Denk, gute Freunde, gute Freunde, gute Freunde bei der Volksarmee. Sie schützen unsere Heimat zu Land. Alles Nazis. Oh. Also, da können wir nicht mehr weitermachen. Ja. Das ist auch genial. Und wissen Sie, was eben auch schön ist, dass Sie das genau erkennen. Es ist ja wirklich so, mittlerweile alle, die mit dem Kurs der Kanzlerin nicht einverstanden sind, sind entweder Rechte oder Nazis oder rechte Nazis oder kommen eben aus Dresden. Ne? Ja. Kann doch gar nicht anders sein. Wahnsinn. Ja. Unter dem Motto, haltet den Dieb, er hat mein Messer im Rücken. Natürlich, wer liefert denn die Rüstung, die Waffen an die halbe Welt? Ja? Und wundert sich dann, wenn die Leute kommen, weil sie nicht alle erschießen könnten? Ja? Das sind die Tatsachen. Wer Krieg sät, wird Flüchtlingsströme ernten. So ist das. Fertig. Und wenn dann ein paar Leute sagen, Leute, das geht so nie. Wir bezahlen die Kriege und auch die Flüchtlingsheime. Wir wollen das nie. Das ist richtig. Maul aufmachen. Ja, und zwar so lange, bis sie es begreifen. Dort oben. Ja, und ich habe mich ja gerade selber fast ins Abseits gestellt, weil ich Flüchtling gesagt habe. Auch das hat die grüne Sprachpolizei, ja, na, mit Frau Göring-Eckardt an der Spitze. Bei Göring-Eckardt ist man ja schon froh, dass sie den zweiten Nachnamen noch hat. Ja. Die kommt aus Friedrichroda. Ja. Ich habe aber gehört, wenn die Bundestagswahl verloren geht, die lassen sie dort ohne mehr rein. Zu Recht. Ja, zu Recht. Wirklich, nein. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, die grüne Sprachpolizei, die hat angeordnet, ist wirklich absurd, kann man auch nachgoogeln, man soll nicht mehr sagen Flüchtling. Das ist diskriminierend, es muss heißen Geflüchtete. Da habe ich so kurz nachgedacht, dachte ich, irgendwann heißt es auch nicht mehr Lehrling, sondern Gelehrte. Ja. Hä? Hä? Mit was wir uns hier aufhalten, oder? Furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Anders kann man es nicht sagen.